Hallo, ich bin der Michi und ich möchte heute ein bisschen erzählen, wie ich im Hamsterrad drin war und meine Erfahrungen mit der Krebsforschung, weil ich habe ein Jahr in der Krebsforschung gearbeitet. Aber ganz am Anfang hat es mir so angefangen, dass meine Eltern mich gefragt haben in der vierten Hauptschule, was ich eigentlich einmal machen möchte später. Und ich habe zu der Zeit viele Trickfilme geschaut und immer wenn Chemiker drin waren und etwas nicht explodiert ist, dann ist es zumindest, hat sich die Farbe geändert. Also da war einfach was los und ich habe gedacht, hey, das schaut lustig aus, ich werde jetzt Chemiker. Weil außer Zauberlehrling auswendig lernen und so, haben wir in der Hauptschule nicht wirklich was gemacht. Also das war so die Basis. Also bin ich dann auf die HTL gekommen. Da hat sich dann mein Interesse für Chemie hat sich umgeschlagen und das hat mir eigentlich überhaupt nicht mehr taugt. Fertig gemacht habe ich es trotzdem. Und ich habe mir immer gedacht, wie kann ich jetzt da trotzdem noch, ich will ja Leute helfen, ich will ja ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein. Und also habe ich mir gedacht, hey, Pharmaindustrie klingt super, weil die machen Medikamente und so. Auf jeden Fall hat es dann so ausgeschaut, ich bin nicht zur Pharmaindustrie gekommen, sondern in die ins Krebsforschungsinstitut als Assistent. So. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen, nämlich dass es ist ja so aufgebaut, dass da mehrere Wissenschaftler sind mit ihren Teams als Assistenten, die für die praktischen Arbeiten machen und sie denken sich immer wieder neue Sachen aus. Und die müssen sie einreichen und die werden dann angeschaut von einem Gremium, was sich zusammenstellt aus Leuten, die Verstrickungen mit der Pharmaindustrie haben. Und die sind nicht wirklich daran interessiert, dass Krebs jemals heilbar ist. Ich glaube, dazu habe ich nichts Neues. Ja, und natürlich möchte er Forschungsgeld haben, weil sonst kann er kein Wissenschaftler mehr sein. Also, und er weiß schon ganz genau, was nicht angenommen wird. Er denkt sich, er schickt da vier Hefteln hin. Also vier, und normalerweise werden zwei angenommen und da gibt es schon irgendwie die Richtungen, die geforscht wird und das machen alle anderen auch so. Weil jeder braucht Forschungsgeld und dass das bewilligt wird, weil sonst können die ihren Job nicht weitermachen. Das zweite ist noch nicht nur dazu, dass die im Gras forschen, finde ich. Das zweite ist dann noch, wie die Institute sich gegenseitig bescheißen. Zum Beispiel sie gegenseitig, ich weiß nicht, wie weit ihr euch da auskennt, aber wir haben einmal ein Plasmid gebraucht. Ein spezielles und das kann man sich halt zusammenbauen. Das ist recht mühsam bei manchen, weil die recht groß sind. Das ist eine ringförmige DNA. Und auf jeden Fall haben wir bei einem anderen Institut, weil wir gewusst haben, haben das uns geschickt. Wir hätten jetzt da entweder da gibt es eine Analyse dafür, die mehrere Wochen dauert, ob das Plasmid jetzt wirklich das Plasmid ist oder nicht. Also man kann denen vertrauen oder nicht, aber da muss man wieder Forschungsgeld aufwenden, damit man das prüft. Und noch dazu fängt man es später mit den Arbeiten an. In unserem Fall, wir haben es prüft und sie haben uns das Falsche geschickt. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn man jahrelang mit dem Falschen forscht und auch vergleichen muss mit anderen und das dauert alles sehr lang, bis ein Plasmid einmal im richtigen Bakterium drinnen ist und dauert auf jeden Fall sau lang und man linkt sie da gegenseitig, nur dass die einen einen Preis kriegen und die anderen nicht. So. Ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, oh, was mache ich jetzt weiter, weil ich war jeden Tag, wenn ich heimgekommen bin, war ich doppelt so erschöpft wie jetzt und jetzt dauert mein Arbeitstag 15 Stunden und ich kann dann auch, wenn der noch wer fragt, was ich arbeite, könnte ich nicht einmal eine Antwort geben, was mir so taugt, aber ich arbeite dafür nur zwei Tage die Woche. Aber auf jeden Fall nach 8 Stunden einen Job machen, der dann nicht taugt, ist ziemlich hinnig. Und dann sind Leute in mein Leben gekommen, wo ich mir dachte, gibt es das überhaupt? Also bei uns am Land draußen, da hat es immer geheißen, geh zur OMV, da musst du fast nichts hackeln, kriegst sau viel Geld. Und ja, ich habe dann auch Ferialpraxis dort gemacht, kann es bestätigen. Ja, aber auf jeden Fall. Ist ein Arbeitskolleg von meinem Vater, der ist 40 und sie haben bei der OMV, sie haben da eine Veranstaltung gehabt und da waren Animateure dort
Und der Typ hat zum Jonglieren angefangen. Aber wirklich sein Job bei der OMV, nach 40 Jahren, also nach 20 Jahren dort arbeiten, hingeschmissen und ist jetzt Jongleur. Okay? Also, es macht ihm Spaß. Er kriegt weniger Geld, aber es taugt ihm. Dann der zweite, der mich inspiriert hat, der war ein Rumäne. Also, ich bin mit meiner Mitbewohnerin einkaufen gewesen. Und er mit seiner Frau und wir sind beide auf der Stirn gesessen und uns gedacht, dann sind die endlich fertig, weil das dauert meistens länger als man glaubt. Und er hat mir doch, wir sind ins Gespräch gekommen und er hat mir dann erzählt, er hat 6 Jahre lang Robotik studiert, auf dem Master, also 1 Jahr länger, aber es ist ihm schon, nach 5 Jahren ist er am Arsch gegangen und hat es trotzdem durchgezogen und jetzt ist er endlich Touristenführer. Ja. Dann, und der dritte, das war eigentlich erst vor 3 Wochen. Da habe ich mir gedacht, ich mache eine Promotion auch für einen Kreditopferverein von der Flyer, erklärt den Leiters. Und ich habe mir gedacht, ich nehme die Herausforderung an, ich bringe den Flyer an irgendwem, der vom Parlament rauskommt. Und ich bin halt 2-mal richtig gescheit abgewiesen worden. Aber der dritte, der war recht leiwand auf einmal. Der hat das genommen, hat sich gedacht, ja, was ist das, urleiwand. Und dann kommt der Polizist dazu. Er hat gleich gefragt, ja, was redet so ein junger Mann mit so einem alten Hasen, die haben sie anscheinend kennt. Und dann fangen die an, über Persönliches zu reden. Und dann sagt der Typ, der mit dem Anzug, der aus dem Parlament rauskommt, ich weiß nicht, Politiker ist er keiner, aber auf jeden Fall, er hat dann gesagt, du, weißt du, ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub und dann schmeiße ich alles hin, weil ich habe ein Projekt mit Kindern und das erfüllt mich, das ist die Zukunft und das will ich eigentlich wirklich machen. Ja, und also, ich dann eine Zeit lang, weil mein Job bei der Krebsforschung war befristet, ich habe mir nachher gedacht, was will ich wirklich machen, habe mir da richtig viel Zeit lassen und bin jetzt auch in die soziale Schiene eingetaucht und macht mir irrsinnig Spaß als persönlicher Assistent, nebenbei studieren und dann Personal Coach werden. Ja, und ich möchte nur sagen, als Message, es ist einfach, es gibt immer einen anderen Weg, auch wenn es aussichtslos ist und man braucht das Geld, aber wenn man unglücklich ist in seinem Job, dann kann man nicht im Moment leben, weil man schaut immer nur auf die Uhr, wann ist das endlich aus und ich glaube, das kennt jeder. Ja, und wenn man dann daheim ist, ist man so hinig, dass man eh nichts mehr machen will, die meisten fallen vom Fernseher und reden sich ja, dass das Leben eh leibend ist, aber es könnte halt viel schöner sein. Muss ich mal schauen. Das war's eigentlich. Super. Ja,